Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zur nächsten Folge von Airport CEO. Und ja, ich habe gerade das Game aufgestartet und wir haben einen kleinen Verkehrskollaps hier, der sich ja schon ein bisschen abgezeichnet hat und so weiter und so fort. Und deshalb würden wir doch mal dieses Depot hier verschieben. Habe ich in der letzten Folge schon gesagt, das ist da ein bisschen suboptimal an der Hauptstraße entlang. So. Und ich würde vorschlagen, wir testen mal, wenn wir jetzt hier so rübergehen zum Beispiel und hier rum. Also so eine Straße hinten rum bauen hier. Und dieses Depot vielleicht sogar auf dieser Seite. Da haben wir das Depot mit einem Abstand noch dazu. Hier in die Ecke stellen. So. Dann können die Fahrzeuge, die rausfahren, gleich hier hinten hingehen. Man kann aber gleich dadurch. Und ich hoffe, dass der Hauptverkehr trotzdem noch auf der Straße ist. Mal schauen. Wir lassen das mal aufbauen, denn wir müssen was machen, ihr seht. So kann es auf jeden Fall nicht gehen, wie es gerade läuft. So kann man es nicht gebrauchen. Und es ist ja nicht mal hier unten, wo das der Kollaps ist, sondern eher auf der Straße, die schön gerade ist und schöne Ecken hat. Also, wenn das hier rum ist und so, würde ich ja noch verstehen, denn da ist die Straßenführung nicht so perfekt. Aber da oben, da gibt es nicht so viel, was daran falsch ist, sage ich mal. So, da fehlt noch eine Ecke, da fährt schon der erste durch. Das haben wir Remote genannt und dann nennen wir das Remote 2, würde ich sagen. Dann können wir das eindeutig identifizieren da. Vielleicht haben wir aber auch einfach zu viele Fahrzeuge. So, Remote 2. Dann gehen wir da in die Einstellungen der Fahrzeuge. So, sag ich da. Da Remote und da klicke ich auf Remote 2. Bei jedem, der das drin ist. Und so. Sobald wir das gemacht haben, können wir dann den anderen abreißen. Und dann natürlich hoffen, dass sich das Ganze hier beruhigt. Ach so, der war noch, den lassen wir dann Basic Vehicle Depot. Lassen wir zwei zurück und die restlichen nehmen wir rüber. So. Aber das können ja nicht... Ah, es gibt hier verschiedene Seiten jetzt. Okay. So, dann hatten wir den da ebenfalls. Die habe ich auf Standard gelassen. Also auf dem anderen, besser gesagt. Und hier dasselbe mit den Pushback-Fahrzeugen. Ja, jetzt haben wir vier Seiten. Wäre natürlich schön, wenn man alle auf einmal ändern könnte. Das würde Zeit sparen. Aber das ist überall. Es gibt viele Funktionen hier im Spiel, wo es schön wäre, wenn man so ein Tool hätte, wo man gleich alle auswählen könnte und nicht jeden anklicken müsste. So, das ist ein Service Truck. Die habe ich einfach Standard gelassen. Da müssen wir schauen, vielleicht könnten wir für die auch noch ein extra Depot machen. So, einmal ein Remote, Remote, Basic, Basic. So, gut. Sieht auf jeden Fall schon viel besser aus da. Und hier drin ist jetzt nicht mehr viel übrig. Ah, und wir haben jetzt maximal 20 Platz. Aha. War das vielleicht der Grund? Das könnte der Grund sein, dass sie da was geändert haben daran. So, jetzt reiße ich den mal ab hier. Und jetzt lassen wir mal alle ins Depot fahren. Denn ich denke, ich habe mehr als 20 hier reingepackt. Jetzt sind es noch 12. Und deshalb, weil die keinen Platz hatten, sind die dann natürlich alle außen rum gefahren. So, da haben wir 10 Platz. Das sind 11.
Da oben staut sich jedoch schon wieder was. Für da. So, wann will denn der abfliegen? 18.25 Uhr. War schon lange vorbei. Also, tschüss. Jetzt geht er da endlich. So, geht es irgendwie weiter. Durch das haben wir jetzt natürlich wieder neue Staus hinzubekommen hier. Den da und... Boah, hier ist laut. Den da. Kann gehen. So. Jetzt haben wir noch 7, 6. Ich glaube, wir haben zu wenig Platz. 5. Drei. Ja, es sind halt schon immer welche in Bewegung, aber ich denke, es ist schon der Platz, der da das Problem geschaffen hat. Und deshalb würden wir dann noch ein Depot bauen. So, jetzt hier passt es leider genau nicht rein. Ja, dann halt hier, es sieht zwar blöd aus. Aber die Einfahrt bringt, glaube ich, ja, wenn man das sieht, weiß ich nicht, ob es das so bringt, die Einfahrt, aber ich mach's mal mit der Einfahrt. So. Ja, denn jetzt ist voll. Jetzt ist voll und alle, die hier sind, die müssen jetzt irgendwo rumfahren. Da haben wir einen Platz. Also da unten geht's relativ gut auf. Ja, das war das Problem. Okay. Hätte ich mal die Patch Notes gelesen, wenn das da überhaupt so drin stand. Das ist noch die andere Sache. Der ist aktiv, sehr schön. Der da ist ebenfalls aktiv. Verkauft da Bananen oder was soll das sein? Sieht so aus. Das sieht ja aus wie Äpfel. Oder so. Die Farbe wollte ich noch anpassen. Zwischen den Folgen muss ich dran denken. Und da sind so einige Dinge kaputt gegangen hier. So, jetzt ist das hier auch. Das ist jetzt Remote 1, nenne ich jetzt das mal. So, und jetzt gehen wir hin. Ich kann es nicht filtern. Nee, ich kann es nicht nach Remote oder so filtern. Schade. Gut. Dann starten wir vorne. Dann. Es kommt jetzt nicht drauf an. Ich nehme jetzt einfach von jeder Klasse ein paar weg. So. Und hier hinten natürlich auch. Und wenn ich überall ein bisschen wegnehme, sollte das schon aufgehen. Also drei Depots sollte schon ausreichen. So, und wenn wir wahrscheinlich hier wären, würden wir jetzt schön sehen, wie die jetzt alle rausgehen. So. Vierte Seite hier. Gut. Wäre natürlich noch schön, wenn man sieht, wie viele da auch zugeordnet sind. So, wie sieht's mit Verspätungen aus? Hier. Der wartet auf Boarding. Und ja, ich nehme ja an, da unten ist wieder... ist wieder verstopft. Aber das Problem war, dass auch der Airport Staff nicht da war. Weil hier die Security wieder mal ausgestellt hat. Ich überlege mir schon, hier noch eine absichtliche Security nur für Stuff einzubauen. Wenn es so weitergeht. Aber hier drüben funktioniert alles. Das ist das Komische noch. Ja, schaut mal her, wie viele Leute das sind hier. Ist ja nicht normal. Und auch hier drüben. Genau dasselbe Problem. Hier geht's gerade.
So, 12 freie Plätze, 9 freie Plätze, also es sollte gut sein. Immerhin das. Da unten 8 freie Plätze, 9. Ja, und jetzt ist schon wieder vorbei. Liegt es an der Warteschlange? Ja, dann laufen zwei durch und dann geht wieder nichts. Das kann ja wohl nicht sein hier. Bisschen mehr Stuff. Mal schauen. Security wollten wir. Also stellen wir noch ein paar neue an. Aber auch hier. Alle Mitarbeiter stehen hier an und sie machen einfach nichts. Ja, auch Putzleute, alle stehen hier und es passiert nichts. Da geht's jetzt gerade. Ja, da können zwei Leute durch und dann ist wieder Ende. Jetzt stehen ja vier Leute da. Ich denke, ich breche den einmal ab und wir stellen den einmal neu auf. Weil ihr seht, es kann ja nicht an den Leuten liegen hier. Immerhin bei den Fahrzeugen funktioniert es jetzt. Da bin ich schon mal zufrieden. Wenn das schon mal geht. Wie groß ist eigentlich der Kleine? Der ist recht handlich, den könnten wir hier noch reinmachen. Ah. Hier ist Security-Zone. Und jetzt bauen wir den noch ein. So, wo gehen die jetzt gerade hin hier? Die lösen die ab da. Okay. Da hat eine Person gefehlt. Jetzt geht's da wieder. Hier drüben, da stehen sogar, da standen zwei Personen. Liegt's daran, dass die ihre Arbeitspausen machen? Könnte schon sein. Wo konnte man das schon wieder einstellen? Bei Shift hier. Security Staff Jobs. 12 Stunden. So. So, stell das einfach mal ein bisschen hoch. Vielleicht lag es an dem. Der Staff Room, der müsste eigentlich ausreichen für so viele Leute, wie hier sind. Aber ihr seht, auch der reicht hier nicht. So, platzieren wir da noch zwei Sofas dazu. Jetzt funktionieren gerade wieder alle drei. Oder sind vielleicht die Outputs voll? Dass sie nicht funktionieren, weil hier kein Platz ist für Leute. An irgendwas muss es ja liegen. Am Ende. So, wie sieht es mit den Flugzeugen aus? Ja, natürlich Riesenverspätungen schon wieder. Und seit dem neuesten Update zoomt er auch manchmal nicht mehr so richtig ran. So, der ist erst gelandet. Toll.
Wo geht er denn hin, der AA88? Da. Tschüss. So. Wenn ich wieder hinschaue, da funktioniert nichts mehr. Da geht nicht. Jetzt geht's wieder. Und da geht's doch. Machen wir einfach mal eine längere Schlange. Aber ja, jetzt steht da ein Passagier da drin. Hm. Es ist zum Verzweifeln teilweise. So, aber ich weiß ja, dass ihr bestimmt wisst, an was es liegt. Also, es könnte sein, dass der Platz zu eng ist hier. Hier kann man übrigens auch noch Bänke platzieren mal. So, dass da ein bisschen mehr Platz ist. Es könnte an den Arbeitsschichten liegen. Aber wir haben jetzt hier genügend Mitarbeiter, die die austauschen können eigentlich. So, und wie breit ist da schon wieder die kleine? 3. Ja, ich möchte jetzt da nichts zerstören, eigentlich. Das ist ein bisschen das Problem, dass ich da so sehe. Aber wir haben ja auch ein bisschen Geld. Wir könnten ja mal da noch ein bisschen ausbauen. So, zum Beispiel. Wir brauchen ja da auch noch für ein Gate mehr oder ein Terminal mehr. Stand, wollte ich sagen. Sorry. Weil ihr seht, bei den Ramp Agents, da haben wir mittlerweile so viele. Stehen alle hier drin. Da könnte man eigentlich auch den Raum mal ein bisschen größer gestalten. So. Ja, ich warte noch darauf, bis da das Ganze abgerissen ist. So, dann bauen wir da mal effizient ein bisschen Sofas hin. So, jetzt bricht sie gerade ab hier. So, dann lösche ich da den Raum weg und mache dann einen neuen. So, Clear All und dann machen wir Ramp Agent rein. So, und dann dürfen, und die Servicetechniker, nicht vergessen, die dürfen sich hier auch aufhalten. Dann haben die ein bisschen größeren Raum. Wir können denen auch mal doch einen anderen Boden bieten. So. Dann sind die schon mal, sieht das nicht mehr ganz so eingepfercht aus da. Auch wenn die Tür recht klein ist, aber ja. So. Wie sieht es da oben aus? Lange Schlangen, nichts dahinter. So, und jetzt habe ich eben gedacht, könnten wir sagen, dass wir hier aufmachen. Und dann mal so als Test hier ein Loch rein und da zwei so kleine Securities. Um zu schauen, ob die funktionieren würden. Na, kommt schon. Da ist bereits Security-Zone drin. Super. Und dann hier. Einen, zwei. So, das schauen wir uns jetzt noch schnell an. Weil ansonsten weiß ich nicht, was macht hier. Weil wenn er aus ist, dann läuft ja da auch nichts, oder? Ja, dann laufen sie weg. Stelle ich ihn wieder ein. Weil wenn das so weitergeht, dann ist hier die Zufriedenheit gleich im Keller. Und so verdienen wir ja auch nichts mehr.
Gewisse Flieger, die da Verspätung haben, sind doch nicht mal gelandet. Das kommt noch dazu. So, also mal die weg. So, jetzt stehen alle da und da funktioniert es. Wie ein Wunder. Kannst du natürlich nie die Menge bewältigen, die es hier braucht. Da geht es jetzt auch. Und für da haben wir jetzt zu wenig Leute, auch wenn ich da 4 Leute sehe. Also, es ist ein Rätsel. Und wir schauen weiter in der nächsten Folge. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge. Tschüss.